Hi, wie ihr wisst, ich bin Alex vom YouTube-Kanal Warum Linux besser ist. In diesem Video zeige ich dir, wie man irgendwelche Textstellen oder Wörter in Textdateien durch einen anderen Text ersetzen kann. Und ich rede hier von reinen Textdateien, nicht von irgendwelchen Word- oder LibreOffice-Dateien, sondern wirklich reine Textdateien, wie zum Beispiel text.txt. Oder auch die ganzen Konfigurationsdateien in /etc unter Linux. Ein häufiger Anwendungsfall ist auch, wenn man in vielen HTML- oder PHP-Dateien eine gewisse Textstelle oder ein einzelnes Wort mit etwas anderem ersetzen möchte. Ich hatte diesen Anwendungsfall schon oft und wenn ich dann immer in irgendwelchen freundlichen Foren nachfrage, wie das denn funktioniert, halte ich oft immer die Auskunft von irgendwelchen selbsternannten Schlaumeiern, Man, Set oder google mal nach Regex. Schau mal nach regulären Ausdrücken. Und als Anfänger und nicht so versierter Anwender kommt man da nicht wirklich damit weiter. Zumal die ganzen Manpages unter Linux standardmäßig in Englisch sind. Und wir sprechen doch hier, zumindest ich, Deutsch. Ich kann zwar Englisch, aber ich kann Texte auf Deutsch wesentlich einfacher und viel flüssiger lesen als auf Englisch. So ein Standardprogramm unter Linux ist zum Beispiel Set. Set kann mit regulären Ausdrücken irgendwelche Textstellen ersetzen. Aber das ist immer viel zu kompliziert für irgendwelche einfachen Anwendungsfälle. Aber unter Ubuntu gibt es hierfür standardmäßig in den Paketquellen ein recht einfaches Tool, um das Ganze zu machen. Wie man das macht, vorgeht und installiert, das zeige ich dir in diesem Video. Ich bereite das kurz vor und bin gleich wieder zurück. Und da bin ich wieder. Und um das Ganze vorzunehmen, gibt es ein nettes, kleines, vorgefertigtes Programm, das nennt sich RPL. Und um das zu installieren, gibst du folgendes ein: sudo für Super User Do, um das Ganze mit Root-Rechten auszuführen, apt install RPL und dann die Eingabetaste. Gegebenenfalls musst du jetzt nochmal dein Passwort eingeben. Dann wird das Ganze heruntergeladen und lokal installiert. Und das geht ruckzuck, das sind nur ein paar Kilobyte und ist auch schon fertig. Dann mache ich mal ein Clear. Dann habe ich mal zur Demo ein Verzeichnis angelegt, das nennt sich demo-rpl. Da hinein wechsle ich mit cd demo-rpl. Und ein ls, damit du siehst, was sich darin befindet. Das sind zwei Textdateien, einmal die demo.txt und einmal die demo2.txt. Und ein Verzeichnis namens sub. Und in diesem Verzeichnis befinden sich genau diese beiden Dateien nochmals 1:1 kopiert. Dann zeige ich dir mal den Inhalt dieser demo.txt mit cat demo.txt. Und du siehst, es sind drei Zeilen. Zeile 1, das ist ein Test in der ersten Zeile. Und nochmal eine Testzeile, Zeile 3 zum Testen. Mehr befindet sich nicht in der Datei. Und diese Datei habe ich, wie gesagt, nach demo2.txt kopiert und nochmal ins Unterverzeichnis sub. Nun sage ich mal, ich möchte alle Textstellen, in denen das Wort Test vorkommt, durch xxx ersetzen. Dann geht das mit dem Befehl rpl. RPL steht übrigens für Replace, auf Englisch ersetzen. Da ich das auch rekursiv machen möchte, sprich im Unterverzeichnis sub, mache ich mal minus groß R, das steht für rekursiv. Leertaste. Dann möchte ich, egal ob Test klein oder groß geschrieben ist, jedes Mal das ersetzen. Das heißt, ich mache noch minus I. Das steht für Ignore Case, sprich ignoriere Groß- und Kleinschreibung. Dann zur Sicherheit möchte ich noch ein Backup der originalen Dateien anlegen. Das geht mit der Option minus B, Leertaste. Dann gebe ich ein, was ich ersetzen möchte. Und hier in dem Fall
Test. Da ich ja die Option minus i, sprich ignore case, ignoriere Groß- und Kleinschreibung genommen habe, ist es egal, ob ich Test groß oder klein schreibe, das wird immer alles ersetzt. Und ersetzen möchte ich das mit xxx. Leertaste. Nun muss ich angeben, in welcher Datei ich das Ganze ersetzen möchte. Da ich das in allen Dateien ersetzen möchte, nehme ich einfach einen Stern. Dann drücke ich die Eingabetaste und dann wird mir als Ergebnis angezeigt, es wurden total 12 Treffer ersetzt in 4 Dateien. Mit einem ls siehst du, es wurden jeweils Backup-Dateien angelegt mit dem gleichen Dateinamen und eine Tilde am Ende. Demo.txt Tilde und Demo2.txt Tilde. Dann zeige ich dir mal den Inhalt der Demo.txt mit cat Demo.txt und du siehst, jeweils das Vorkommen von Test wurde durch xxx ersetzt und das in allen Dateien und auch im Unterverzeichnis sub in allen Dateien. Nun mal angenommen, ich möchte nicht nur ein einzelnes Wort ersetzen, sondern mehrere Wörter durch andere Wörter. Zum Beispiel hier, das ist ein xxx in der ersten Zeile, möchte ich ersetzen durch das ist ein xxx in der oberen Linie, zum Beispiel. Dann geht das mit rpl, minus r brauche ich nicht, denn ich möchte das nur in einer einzigen Datei ersetzen. Minus i brauche ich diesmal auch nicht, denn Groß- und Kleinschreibung soll beachtet werden. Minus b machen wir mal ohne Backup. Und dann ein einfaches Anführungszeichen. Ersten Zeile, ich markiere das mit der Maustaste zum Einfügen, wieder ein einfaches Anführungszeichen, Leertaste, einfaches Anführungszeichen, oberen Linie, einfaches Anführungszeichen, Leertaste und nun der Dateinamen der Datei, in der das ersetzt werden soll. Und hier nennen wir mal demo.txt. Eingabetaste und dann zeigt er wieder an, es wurden ein Treffer ersetzt und in einer Datei gefunden. Ich zeige dir das nochmal. Ach, erst mache ich mal ein Clear zur besseren Übersicht. ls. Dann zeige ich dir nochmal den Inhalt von demo.txt mit cat demo.txt Eingabetaste und du siehst, nun wurde das ersetzt mit in der oberen Linie. So, das war nun die kurze Einführung zum rpl-Befehl. Mit man-rpl bekommst du die Manpage zum rpl-Befehl. Das ist wie immer leider auf Englisch, aber falls du weitere Hilfe möchtest, kannst du das mal nachlesen. Es gibt noch ein paar mehr Optionen, die der rpl-Befehl versteht. Da unten blende ich dir noch ein Video ein oder einen Link zu einem Video, mit dem du die Manpage so konfigurieren kannst, damit sie im Browser angezeigt werden. Manchmal ist es recht praktisch zum Suchen und zum schnellen Durchblättern, wenn man die im Browser anschauen kann und nicht nur im Terminal. Ja, ich hoffe, es hat dir soweit gefallen. Wenn ja, klick bitte unten auf mag ich. Wenn nein, klick auf mag ich nicht und schreib's in die Kommentare, warum es dir nicht gefallen hat. Und, falls noch nicht geschehen, abonniere meinen Kanal. Okay, danke fürs Zuschauen, tschüss und bis zum nächsten Mal.